Huhu Leute, ich bin Flaschor, willkommen zu Let's Play 4. Wir sind hier immer noch auf dem Weg in den Rammelmeier Industriepark, haben hier im letzten Video ganz viele Replikasoldaten abgeschlachtet. Ich denke, es ist auch nicht mehr so weit, bis wir wirklich endlich zu dieser Origin-Anlage kommen. Und darum werde ich jetzt hier auch direkt mal weitermachen, hier runterspringen. Vielleicht fängt jetzt auch gleich schon direkt ein neues Level an. Ne, fängt's nicht, okay. Alles klar. Das heißt, es geht hier erstmal so weiter. Ah, jetzt sind wir auf der anderen Seite hiervon, okay. So, ich gehe erstmal oben lang, bevor wir unten lang gehen. Aha, aha. Scheiße, wir haben keine Minen. Ah doch, hier sind welche, sehr gut. Das trifft sich ja gut. Ha, so, jetzt sollen die Gegner mal kommen, die mich da bestimmt gleich überraschen wollen. Das können sie jetzt nämlich vergessen. So, was haben wir hier noch? Health Packs, Munition für eine Pistole brauchen wir alles nicht. Und hier geht's auch nur runter, okay. Dann kommen wir bestimmt da unten raus. Okay, ich werde jetzt aber trotzdem mal diesen Weg hier gehen, um noch zu gucken, was hier ist. So, jetzt kommt mal, ihr Gegner-Arschlöcher. Kommt! Kommt! Los! Hä? Okay, sie kommen irgendwie nicht. Sehr interessant. Und hier sind die... Sind die Treppen oder was? Von gerade? Ja. Hä? Warte mal, liegt da oben was drauf? Nee, okay, hatte ich aber auch gerade schon geguckt. Okay, alles klar, hier kommen doch keine Gegner. Dann kann ich die Dinger hier wieder einpacken. So. Na, dann gehen wir jetzt nochmal weiter, würde ich sagen. Hier lang. Oh, Checkpoint, sehr gut. Also es kam doch keine Gegner, da denkt man mal, da geht's jetzt gleich voll ab und dann Arsch lecken. Okay, hier sind auf jeden Fall wieder Replikasoldaten, einige. Und ich sehe auch schon wieder Explosivkisten. Da wäre eine. Da wäre ein Typ. Hä, hey, was macht denn jetzt die Leiche da? Da hinten steht auf jeden Fall wieder ein Heavy-Typ. Da holen wir jetzt aber, glaube ich, mal eine andere Waffe raus für den. Was haben wir denn hier noch so? Oh, die dicke. Ach, das ist ein Raketenwerfer. Und den Raketenwerfer will ich nicht benutzen. Nehmen wir mal das hier. Das war immer sehr effektiv. Okay, jetzt ist gleich mein... So geht's natürlich auch. Er hat mich zwar ein paar Mal getroffen, aber egal. Kommen wir da noch hoch irgendwann? Ich weiß es nicht, weil ich würde da gerne auf die Kisten schießen, aber momentan sind da keine Gegner. Warte mal, hatte ich hier die Munition eingesammelt? Ne, hatte ich nämlich eben nicht. Ha. So, okay, dann gehen wir mal weiter. Gucken hier noch überall rein. Hier finden wir zum Glück nochmal neue Lebenspunkte, außerdem neue Rüstung. Hier liegt jetzt überall die Penetrator rum, aber die will ich eigentlich gar nicht, weil ich eigentlich mit meiner Waffen, mit meinen Waffen, die ich momentan habe, sehr zufrieden bin, muss ich sagen. Oh, hier liegen noch Granaten. Hier ist was Explosives. Oh. Was war das? Ah, noch so ein Typ. So, so geht's auch. Einfach mit Gewalt. Dann können wir uns jetzt hier auch ein neues Lebenspunkte-Pack holen. So. Alles klar, hat ja ganz gut geklappt. Irgendwie habe ich gerade total die übertriebene Explosion ausgelöst. Keine Ahnung wie. Aber ist auch egal. Ach scheiße, jetzt kommen wir nicht rein. Okay, wir können hier... Ich weiß nicht, ob ich es jetzt verkackt habe und man hier jetzt nicht mehr reinkommt, weil der Typ hier das Regal umgeschmissen hat oder ob wir da später noch hinkommen. Aber da sieht es aus, als ob da noch eine Tür ist. Also da kommen wir vielleicht noch hin. Ich gehe erstmal weiter. Mal gucken. So, jetzt vorsichtig. Falls hier noch Gegner sind. Aber ich... Oh doch, hier sind welche.
stehe hier auch ziemlich eng an der Explosivkiste. Ich glaube, das war's für die. Ich sehe zumindest keinen mehr. Aber erstmal sammeln wir das hier noch auf. Ja, das sieht hier alles ziemlich tot aus. Okay, doch nicht. Einer lebte noch. Aber nicht so schlimm. Der hatte sich jetzt... Ah, jetzt sind wir auch hier drin. Alles klar. Dann kriegen wir hier nochmal Sniper-Muni. Nochmal Health Packs. Ja, perfekt. Klappt doch alles. So. Oh, hier liegt wieder ein Raketenwerfer oder sowas. Wo kam der denn jetzt her? Ja, und warum fliegen jetzt immer, wenn ich... Warum fliegen jetzt immer, wenn ich Zeitlupe anmache, die Leichen nochmal hoch? Das verstehe ich jetzt gar nicht. Das jetzt ist mir schon zweimal aufgefallen, dass die Leichen nochmal hochgeflogen sind, nachdem die schon auf dem Boden lagen, wenn ich drauf geschossen habe. So, da hoch kommen wir gleich wahrscheinlich. Hier haben wir nichts mehr. Dann gehe ich erstmal da hoch. So, ich will hier nämlich noch den Raketenwerfer haben. So, so, so. Ich muss sagen, es klappt gerade echt gut. Allerdings fällt mir auch gleichzeitig auf, dass meine grüne Knarre hier, dass die fast alle ist. Guckt mal auf die Munition. Wir hatten mal über 300 Schuss und jetzt haben wir nur noch... Was ist das denn? Achso, das ist eine Shotgun. Jetzt haben wir nur noch so ganz wenig Scheiß. Oh, Jankowski, altes Haus. Ihre Präsenz ist stark hier. Jankowski ist auch mal wieder da. Schön, dass du dich auch mal wieder blicken lässt, Kollege. Und ihre Präsenz ist stark. Das heißt, Alma ist ja ganz in der Nähe. Also, ihr seht schon, wir nähern uns wirklich tatsächlich langsam der Origin-Anlage. Und es dauert wahrscheinlich nicht mehr lange, bis wir dann auch wirklich da sind, wo wir hinwollen. Checkpoint. Das ist gerade echt gruselig hier. Weil jetzt auch gerade wieder wenig Gegner kommen. So. Was haben wir denn hier? Oh, voll der Geheimraum. Guck dich mal an. Das sieht gar nicht aus wie eine Tür. Ist eigentlich eine Wand. Boah, cool, ey. Was haben wir denn da für einen Typen? Sieht er uns? Kann er hier durch die... Oh. Na, dann komm mal her. Was hat er da für eine Waffe? Hat er einen Raketenwerfer in der Hand oder was? Ist aber auch egal. Wir brauchen Verstärkung. Weißt du, was du brauchst? Ein Kopfschuss brauchst du. Nämlich genau so. Haha, ey krass. Guckt mal hier, Leute. Alles so total alt und kaputt und bläh. Und dann geht man hier durch so voll die Secret-Geheimwand. Und dann ist man auf einmal in voll dem modernen Scheiß. Krass. Was hatten die? Ach, die hatten die Repetierkanone. Die MP50 Repetierkanone, die ich im letzten Video verloren hatte, aus Versehen. Okay. Ja, jetzt muss ich mich entscheiden, was nehme ich jetzt mit? Aber ich glaube, Raketenwerfer ist geiler, oder? Und Sniper ist eigentlich auch geiler als dieses Repetierkanonen-Scheiß-Ding da. Darum werde ich die auch mal nicht mitnehmen. Auch wenn das natürlich eine geile neue Waffe ist. Aber was wir hier nochmal alles kriegen, ey. Nochmal richtig schön Munition. Okay, jetzt gehe ich erstmal nach da oben. Was wir da oben noch haben? Oder muss ich dann da gleich weiter oder wieder was? Na, ich gehe erstmal hoch. Wir können immer noch mal da hingehen in diesen Raum und da auf den Knopf drücken. Erstmal gehen wir jetzt hier rein. Ne, hier geht's weiter. Okay, gut. Da geht's anscheinend weiter. Dann gucken wir erstmal noch mal hier, ob es hier noch einen Knopf gab, den man drücken konnte. Das war mir nämlich fast so. Weil sonst wäre der Raum hier voll sinnlos gewesen. Ach nee, toll. Ich bin so blöd. Ah, ich schlag mich gleich selbst. Ich habe gedacht, da ist voll der geheime Raum, wo wir jetzt drücken müssen. Wir würden jetzt hier mit diesem Fahrstuhl in die geheime Origin-Anlage fahren. Ja, aber Arschlecken, hier ist überhaupt nichts. Man muss tatsächlich hier oben weiter. Oh, schon wieder total sinnlos Zeit verloren. Hätte ich mal erst geguckt, ob da ein Knopf ist. Ich hole da voll Idiot. Aber jetzt gehen wir wieder hier durch eine ebenfalls... Boah, ist die dick, die Tür. Total secretige Geheimwand wieder zurück und sind jetzt wieder im alten Scheißhaus. Aber hier war gerade Jankowski. Der stand hier an der Ecke.
Schade, dass man den hier so wenig sieht und dass man gar nicht so richtig weiß, was jetzt mit dem passiert ist und warum der jetzt auch auf einmal so geisterhaft ist. Ich meine, andere Menschen, die von dem Paxton Fettel weggesnackt worden sind, mal eben so als kleiner Mitternachtssnack, die sieht man hier nicht so als Geister. Boah, Alter. Patrouillenfahrzeuge nähern sich von Westen. Ich habe das Gefühl, die Situation wird eskalieren. Ja, deine Mutter eskaliert gleich. Ja, die anderen, die so weggesnackt worden sind, die findet man hier nicht einfach so als Geister, aber den Jankowski, der rennt hier die ganze Zeit so rum. Also das finde ich schon komisch. Das würde mich echt interessieren, was mit dem passiert ist. Und ich hoffe, wir finden das auch noch raus. Und hier kommen wohl ganz viele ATC-Typen und die Situation wird eskalieren. Dann gucken wir mal, wie das hier so abeskaliert alles. Hier sind wir auf jeden Fall in einem noch älteren Scheiß-Drecksloch. Und wir sind beim nächsten Checkpoint. Wow, wir machen heute echt Fortschritte, was Checkpoints angeht. Aber das Gute ist, dadurch, dass sich jetzt total viele ATC-Arschlöcher nähern, heißt das, dann kommt nichts Gruseliges, Alma-mäßiges, sondern ATC-Action-Geballer. So. Hier ist aber auch nix, ey. Nix! Okay. Wo? Oh, scheiße, nicht die schon wieder. Oh, hinter mir, glaube ich. Jo. Stirb! Boah, Alter. Jetzt kommen die wieder. Die sind bestimmt noch mehr, weil die Mucke ist immer noch an. Und der kam auch noch hinter mir aus der Tür, ey. Aus dem Fenster. Wo ich bin gerade echt sprachlos, weil die mich so erschrocken haben, die Arschgeigen. Nee, ich hatte gemerkt, ich bin ja hier vor diesem Typen weggerannt, der hier aus dem Fenster kam. Und ich bin ja rückwärts gerannt. Und auf einmal konnte ich nicht mehr rückwärts. Und dadurch, dass ich nicht mehr rückwärts laufen konnte, wusste ich, dass einer hinter mir stehen muss. Und habe mich dann umgedreht. So habe ich rausgefunden. Also falls ihr euch gerade wundert, woher ich wusste, dass da noch einer hinter mir steht. Ich habe halt gemerkt, dass ich nicht weiter zurückgehen kann. Okay, jetzt müssen wir hier echt aufpassen. Jetzt sind diese Arschgeigen von Penissäue wieder da. Haben wir da irgendeine gute Waffe gegen die Raketenwerfer? Ist wahrscheinlich schlecht. Komm, wir versuchen gleich einfach mal die Sniper, ob die auch direkt mit einem Schuss auflösen kann. Wir haben ja eh total viel Munition dafür. Da, wo ist er? Da. Nein. Wo? Scheiße, hat er mich noch erwischt, der Arsch. Okay, die Knarre scheiße gegen die. Die sind einfach viel zu schnell und die halten mehr als nur einen Schuss damit aus. Also der hat mir jetzt wieder Schaden gemacht. Die machen zum Glück nur Schaden an der Rüstung. Aber ich hab dem richtig cool, der wollte hier gerade hochspringen und wegrennen. Da habe ich ihn im Sprung weggewichst. Aber gut, wir müssen aufpassen. Es scheint immer noch hier die Waffe am effektivsten zu sein, beziehungsweise... Oh, da ist er. Am effektivsten ist natürlich die Sniper, Quatsch, die Shotgun. Aber die Shotgun, wie hängt der denn jetzt da unten? Hä? Guck mal, wie der hängt da an dem, das ist ja witzig. Am effektivsten ist immer noch irgendeine Schnellschussknarre mit Slow-Mo oder halt die Shotgun. Aber jetzt momentan sehe ich hier keine mehr, aber die kommen wirklich von überall, die Arschgeigen. Müssen wir echt aufpassen. Ich hätte eigentlich gedacht, die kommen nicht mehr, weil die waren jetzt wirklich lange nicht mehr da, die Assassinen. Die kamen hier wirklich seit Anfang vom Armekim-Gebäude nicht mehr. Und jetzt auf einmal sind sie wieder da. Ich weiß allerdings nicht, wie viele und wie lange die kommen. Aber ich hoffe mal, ich habe es jetzt einigermaßen erstmal überstanden, denn die Mucke ist auch aus. Die Musi ist ausgegangen. Und darum kann das schon sein, dass ich es jetzt erstmal vorläufig hinter mir habe. Aber... Oh, da haben wir auch einen Checkpoint erreicht. Wir können das Ding nicht... Wo ist das Scheißding? Was für ein Scheißding? Oh, hier ist... Oh, nicht schon wieder so ein Ding. Und da kämpfen irgendwelche ATC-Leute. Dann helfen wir denen mal mit unserem Raketenwerfer. Oh, ich hab's nicht gesehen. Nein, das war schlecht von mir. Oh, scheiße. Mann. Fuck! Ja, gut. Gut, Flaschor. Weiter so.
So macht man's. So kämpft man gegen die Arschgeigen. Du musst einfach genau vor die Scheibe schießen, die direkt vor dir ist. Ich habe aber auch meine Slow-Mo-Taste und meine... Meine Slow-Mo-Taste und meine Ducken-Taste liegen so blöd aneinander, dass ich die nicht gleichzeitig drücken kann. Das heißt, ich muss erst immer Slow-Mo anmachen. Jetzt bloß nicht wieder gegen die Scheibe schießen. So, da habe ich glaube ich erledigt. Jetzt höre ich nichts mehr auf dem Ohr. Ja, du schießt auch noch auf mich dafür, dass ich dir geholfen habe, du Arschloch. Okay. Da haben jetzt gerade ein paar ATC-Leute gegen wieder so eine REV6 Powered Armor gekämpft. Ich habe es natürlich perfekt geschafft, aber wirklich, guck mal, hier, das sind die Scheiben und ich habe hier gegen diesen dünnen, gegen dieses dünne Ding, gegen diese Strebe habe ich geschossen und mich selbst damit in die Luft gesprengt. Ja, das war jetzt wieder so ultraschlau von mir. Aber das Gute war, direkt davor, also direkt vor dem Kampf war ja ein Checkpoint und dadurch war mir das jetzt scheißegal und ich bin ja direkt wieder da gespawnt. Das war mehr Glück als Verstand, aber ist mir Wurst. Und hier kriege ich auch wieder ein Health Pack. Das Einzige, was mir jetzt fehlt, ist Rüstung. Darum gucken wir uns hier nochmal ein bisschen um, ob ich hier vielleicht noch irgendwo Rüstung finde. Irgendwo da oben drauf, aber sieht nicht so aus, ne. Okay, doch, hier kriegen wir Rüstung, sehr gut. Zack! Wunderbar. Also, Lebenspunkte technisch kommt man mit in diesem Spiel echt gut, gut weg. Hä, wie komme ich jetzt hier raus? Wartet mal. Ach, hier. Cool. Ah. So, hier waren die ATC-Typen. Sogar ein schwarzer. Haben wir schon mal einen schwarzen ATC-Security gesehen? Keine Ahnung. Oh, das sieht nur so aus. Ne, das ist echt schwarz. Waren die nicht sonst immer weiß? Ist auch egal eigentlich. Hier ist auf jeden Fall ein brennendes Auto. Ich würde sagen, wir machen hier erstmal eine Pause und wir sehen uns dann übermorgen wieder mit Let's Play 4. Heute war wieder total viel Action. Ich weiß nicht, was jetzt auf uns zukommt, aber man merkt, denke ich, richtig, dass wir uns dem Ende des Spiels nähern, weil hier ist jetzt wirklich richtig viel Geballer und Action und auch starke Gegner und es kommt irgendwie alles, was wir bisher hatten, mal irgendwie wieder, auch diese Ninjas und so. Das heißt, es kann wahrscheinlich nicht mehr so lange dauern, bis wir dann endlich in der Origin-Anlage sind. Darum verabschiede ich mich jetzt erstmal und wir sehen uns dann übermorgen wieder. Ciao, Leute.